Erstmal aus dem Bett gefallen. Ah, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Stardew Valley an diesem Livestream-Freitag. Ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und heiße euch im Namen von Eternal Fantasy recht herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Freunde, liebe Anhänger von Eternal Fantasy und... ich glaube, ich sollte einfach mal aufhören, ein bisschen mit dem ganzen Rumgesülze und so weiter. Es ist wieder eine Woche rum und das bedeutet, wir haben heute wieder einen Livestream. Und wie immer, ich hatte erst überlegt, wieder eine Runde Wünsch dir was aufzunehmen, habe dann allerdings aus zeitlichen Gründen es nicht mehr geschafft, alles aufzubauen. Und ehrlich gesagt, hatte ich sowieso auch mehr Lust, einfach wieder eine Runde Stardew Valley zu spielen. Nicht, weil wir es unbedingt müssen, aber ich habe mir gedacht, komm, mach's einfach mal. Über ist es ja sowieso nicht. Und wahrscheinlich, das möchte ich an dieser Stelle schon mal ganz kurz ankündigen, auch wenn diese Folge für die YouTube-Kollegen erst viel, viel später rauskommen wird, kommende Woche Freitag wird es vielleicht, das ist noch nicht ganz sicher, keinen Livestream geben, aus zeitlichen Gründen. Das würde ich aber, wenn, natürlich nochmal entsprechend auf Facebook kommunizieren. Ja, was haben wir gemacht? Das ist vielleicht erstmal so ein ganz guter Einstieg. Ich gucke mal eben auf den Kalender. Heute hat die Jodie Geburtstag. Ah ja, genau, da war ja was. Der müssen wir auf jeden Fall heute einen Diamanten schenken, vorbeibringen. Ich glaube, die Geschenke selbst haben wir für diese Woche schon soweit abgeschlossen. Ja, sieht ganz gut aus. Pam, Willi. Ja, wir haben ja letztes Mal wieder ein bisschen was fertig bekommen. Den Demetrius haben wir abgeschlossen. Den Linus haben wir abgeschlossen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir die Jody wahrscheinlich dann mit dem Geschenk, was wir jetzt unterbreiten, auch abschließen werden. Schauen wir mal. Der Zauberer ist fast fertig. Da haben wir diese super tollen Sachen, die wir jetzt bauen können. Voll das Juni-Haus, was ist automatisch aberntet. Voll geil. Haley, Emily, ja gut, okay. Pam. Gut, dann stürzen wir uns einfach mal in den Tag. Ich bin, achso, das ist auch nochmal ganz kurz am Rande erwähnt, von der Community übrigens angesprochen worden, ob ich nicht mal so eine kleine Farmtour, Hoftour, wie auch immer machen könnte, wo ich einfach mal erläutere und sage, wo ich was wie gebaut habe und wo was steht. Das mache ich natürlich gerne. Ich würde es so machen, ich würde halt den Alltag so ein bisschen natürlich den Vorzug gewähren. Wenn wir aber zwischendurch mal ein bisschen Luft haben, und das werden wir sicherlich relativ schnell haben, dann können wir die verbleibende Zeit ja mal nutzen, einmal über unseren Hof zu gehen und nochmal so ein wenig Revue passieren zu lassen, was wir die letzten, ich weiß nicht, was es jetzt für eine Folge sein wird, ich sag einfach mal rund 80 Folgen so gemacht haben. So, morgen wird es wunderschön und sonnig, das ist immer, naja, ob das so super toll ist, weiß ich nicht, höchst unzufrieden. Ja, sind gute Vorzeichen. Leben vom Land. Du möchtest heiraten? Ja, im Moment eigentlich noch nicht. Dann brauchst du ein Meerjungfrauen-Amulett. Alle Einheimischen diesseits der Edelsteinsee. Diesseits der Edelsteinsee. Achso, ja, okay, das macht auch Sinn. Diesseits der Edelsteinsee wissen, was es bedeutet, eines dieser Amulette zu bekommen. Er meint See halt im Sinne von Meer, nicht eines Sees in Form etwas größer Teich, ne? Aber es zu finden kann etwas kompliziert sein. Denn heiraten darf in diesem Land nämlich nur ganz, ganz wenige Leute. Jede Region scheint ihre eigenen Bräuche zu haben, aber normalerweise hat es immer etwas mit dem Strand oder Ozean zu tun. Ja. Ich glaube, das hatten wir schon mal irgendwie in den Kommentaren oder sonst irgendwo, dass ich... Ach ja, wir bauen unser Haus aus. Stimmt, da war ja auch was. Ah, wir sind alle fertig, die Sachen. Und warum ist hier... Hallo? Achso. Warum... ist da nichts gewesen, also nichts angebaut. Muss ich gerade mal eben korrigieren. Was packe ich denn da jetzt mal hin? Hier. Ein bisschen Amaranth. Zack. Zack. So. Das
Meerjungfrauenamulett bekommen wir von diesem komischen Seebären, der immer am Strand liegt bei Sturm. Das weiß ich halt schon. Wie gesagt, ich glaube, ich hatte das mal irgendwie in den Kommentaren oder... Keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch irgendwo einfach mal gelesen. Ich weiß es nicht. Ja. Das kann ich jetzt gerade echt nicht sagen. Ja, die ganzen Preisebären. Oh, gibt Geld. Es gibt Geld. Ich liebe Geld. Die sind noch nicht fertig. Das aber nur so am Rande erwähnt. Aber es kommt für uns sowieso nicht in Frage zu heiraten. Insofern spielt das sowieso auch erstmal keine Rolle. So, Süßkartoffeln sind auch fertig. Und hier unten haben wir nochmal eine ganze Fuhre Mais. Das ist auch super. Ja, dann müssen wir wieder ein bisschen nachlegen, würde ich sagen. Das machst du super, Robin. Preiselbeeren kommen hier rein. Hier noch ein paar Weintrauben, Mais, die Süßkartoffel. Der Rest, der wird in den Müll geworfen. Der ist zu schlecht. Und mein Hof, der ist nur mit hochqualitativen Produkten versorgt. Und wir hatten beim letzten Mal Amerand mit drin. Der Bruder von Reicherand. Ich weiß, diesen Spruch bringe ich jedes Mal. Aber der muss halt immer sein. Einmal muss der sein pro Aufnahmesession. Was ist denn hier noch für ein Herbst? Rote Beete. Ja, ich würde sonst vielleicht sagen, wir machen jetzt mal eine Runde Artischocken. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon eingepflanzt haben. Kann sein, ich glaube die... Nee, das müsste Amaranth sein. Huch, keine Priestin. Ja, die machen wir ein bisschen... Das ist eine ungerade Zahl, deswegen wundere ich mich. Naja. Aber kann auch sein, dass wir da nicht mehr genug Geld hatten. Wir waren ja relativ pleite. Von daher. So, hallo meine Lieben. Huch, hier ist ja nichts mehr los. Ach ja, stimmt, wir hatten ja ordentlich Tiere verkauft. Ich habe mich gerade schon erschrocken, dass hier ja nichts los ist. So, Balila Eier. Kommen sie raus, können sie nämlich reingucken. So, hallo meine Lieben. Ja, ich habe euch auch alle ganz gerne. Vor allem euch Schweinchen habe ich gerne. Das war eine ganz persönliche Beziehung hier in diesem Spiel. Zack. Ja, such mit Trüffel. So, hier sind wir die Erdbeeren fertig. Zack, zack. Oh, ist das hier auch fertig? Nö. Sah nur fertig aus. Schon hier ein Freeze. Also zur Erklärung, ich bin gerade im Hintergrund am Forest rendern. Ich weiß nicht, ob das vielleicht damit zusammenhängt, aber ich glaube nicht. So, der Rest, der ist noch nicht fertig. Der ist noch alles in der Mache, okay. Achso, einer unten hier auch noch. Ich muss mich noch so ein bisschen an den neuen Hof gewöhnen. Oh, was sehe ich denn da? Was sehen meine Adleraugen? Dreck. In Form von Würmchen. So, Schweinelies, 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 Schweinelies. Lalalala. So, dann kommt auch hier mal raus. Das stinkt bei euch da drin wie im Schweinestall. Und wir können gleich erstmal hier ein bisschen von den Gedöns reinschmeißen. So, hier sind so ein paar olle Knollen wieder fertig. Eier. Eier, Eier. Milch, das nicht. Lila Milch muss ich mir ja merken, das müssen wir so verkaufen. Ach ja, wir haben ja hier nochmal die Fässerwirtschaft aufgemacht. Ich glaube, da machen wir ganz viel Bier gerade. Wir sind jetzt neuerdings in eine Brauereiindustrie eingestiegen. Zack, 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 zack. Zack, zack. Okay, ich glaube, die haben auch gerade schon den ersten Trüffel gefunden, so wie ich das angehört habe, mit diesen... Aber gut, schauen wir später nach. Wir müssen auf jeden Fall heute zur Jodie. That is very important und die kriegt von uns natürlich einen Diamond. Und dann gucken wir mal. Tut mir leid, das muss einmal sein. Hey Süße. Kätzchen. Oh mein Gott, ist sie süß. Ich glaube, da war gerade schon der nächste Trüffel. Ah, super Trüffel. Trüffel, 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 Trüffel. Schon wieder ein bisschen Dreck.
Hier liegen Wildpflaumen rum, da steht der Pam. So, komische Haselnuss, die nehmen wir nochmal mit. Einfach nur, weil ich eine lila Haselnuss bekomme. Wildpflaumen, ach komm, weißt du was. Einfach nur, weil wir gerade hier stehen. Nicht wahr, was brauche. Glaube ich zumindest. So, was macht die Jodie denn an ihrem Geburtstag? Wir gucken nochmal eben am Reißbrett. Gesucht Schleimjäger zum Erlegen von roten Schleim. Weil sie sind irgendwo auf Ebene 80 oder 90 plus. Aber die müssen dringend erledigt werden. Und wenn wir 4 erledigen, dann geht es allen wieder besser. Oh. Happy Birthday! Hi, Kidma. Ich mache nur ein wenig Popcorn. Und gleich. Bruch. Ja! Oh nein! Der Hulk! Er wird zum Hulk! Jetzt kommt der grün angelaufen hier rein. Dieses Geräusch. Ach, dieser alte Militärveteran. Du hättest wissen sollen, dass mich dieses Geräusch an den Krieg erinnert. Ich habe viele gute Freunde in diesem blutigen Schützengräben verloren. Oh, das tut mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen leid für den. Also ich war nie im Krieg. Toi, toi, toi. Und ich wünsche nie in einem Krieg sein zu müssen. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass das so die Grenzen des Seelischen sind, was man so als Mensch auch aushalten kann. Was man da sieht, was man dort erlebt. Also wie bei Fallout schon gesagt wird, Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Aber Liebling, Popcorn war bis dahin immer dein Lieblingssnack. Die Dinge haben sich geändert. Kidma, kannst du mit ihm ein Wort reden? Was? Ich? Ich war nie im Krieg. Woher soll ich denn wissen, wie er sich fühlt? Sag etwas zu Kent. Jodie ist schuld. Sie hätte es besser. Das ist toll. Gib mich deiner Frau die Schuld. Es ist manchmal, ich wollte Popcorn haben. Nein, also, da jetzt irgendwelche Unwahrheiten zu erzählen, bringt's ja auch nicht. Nein, ich weiß, es tut weh. Weiß ich eigentlich nicht, aber ich sag's einfach mal so. Aber gib nicht deiner Frau die Schuld. Du hast absolut recht, Kidma. Es tut mir leid, Liebling. Du konntest nicht wissen, dass mich Popcorn-Geräusche so beunruhigen. Es ist okay, Liebling. Ich wollte dich nicht ängstigen. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Okay. Dann jetzt aber Happy Birthday. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Das freut mich. Danke. So, und wir haben, ich habe gesehen, das Sternchen ist da. Das heißt, wir haben jetzt 10 Sterne bei der Jodie. Gut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Nee, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Okay, ich bin irgendwie ein bisschen verwirrt. Also wir haben 6 Leute, wir brauchen jetzt keinen 9. Ich gucke nochmal mit rein. Nein. Schade, hätte jetzt gedacht, dass ich jetzt direkt die nächste Sequenz bekomme, weil ich ja jetzt auf 10 Sterne aufgestiegen bin. 10 Herzen, nicht 10 Sterne. Aber gut. Ich glaube, die Pam, die haben wir schon direkt in Vertretung für die Jodie mit reingenommen. Weil ich schon damit gerechnet habe, dass ich auf 10 Sterne hochkomme. Okay. Da liegen doch die ganzen Trüffel schon. Die sammle ich heute Abend wieder ein. Dann brauche ich das nicht immer zwischendurch machen. Wie viele... Wir haben 251 Heuballen. Also wenn jedes Ploppgeräusch bedeutet, wir kriegen noch so viele Trüffel. Wir kriegen einen neuen Trüffel, dann wäre es geil. So, hier kann ich nochmal ein bisschen eindämmen gerade. Ich
weiß noch nicht genau, nach welchen Kriterien die Sachen immer wachsen. Hier drin ist ja auch ordentlich was. Aber da will ich jetzt auch momentan nichts von wegmachen im Moment. Dann packen wir erstmal hier den Kappes in die Kisten. Wir haben eine Hase, Wildpflaumen. Da haben wir schon 5. Okay, das heißt, wir können die hier sogar wegtun. Ja. Kurz einen Schluck trinken. Okay. Dann würde ich sagen. Guck mal nochmal eben, was haben wir nochmal in Quest? Kies Herausforderung. 10 Rüben, Wintermysterium, schattenhafte Figur. Ja, okay. Ja. Und dann, liebe Freunde, da machen wir ausnahmsweise mal eine kleine Hoftour. Ja, also wie ihr seht, hier unser Schlafzimmer, noch Schlafzimmer, unser Haus wird sich ja noch vergrößern. Ist ein bisschen zugebaut aktuell, weil wir relativ viel Gedönsel bekommen haben. Ganz stolz können wir hier drauf sein. Wir haben nämlich das Gemeindehaus fertig, wie ihr ja wisst. Dieser Weihnachtsbaum, der sieht einfach toll aus. So, dann haben wir, wenn wir hier rauskommen, direkt erstmal unsere Felder. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 5 Felder in Reihe geschaltet mit je 8 Feldern drumherum. Und das mal 3, also 5 mal 8 sind 40 mal 3. Das heißt, wir haben 120 Felder, was ich denke ganz okay ist. Da bauen wir immer jeweils die ja, jahreszeittypischen Sachen an. Ich versuche das immer so ein bisschen bunt gestreut zu halten, aus dem einfachen Grunde, weil, ich gehe mal zwischendurch ins Menü, sonst wird das, erzähle ich mal zu viel. Einfach weil ich von allen immer so ein bisschen Vorrat halten möchte. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, ich baue nur eine einzige Sache an, die am meisten Geld bringt. Das habe ich ja in dem ersten Jahr jeweils aufgeschrieben, was wie viel bringt. Aber, naja, so hier ist unser Blitzableiterfeld. Sieht nicht schön aus, ist aber zweckmäßig. Hier, erstmal hier ein paar Silos in Reihe geschaltet, 2 Stück. Das ist Atinoviels Spielwiese hier. Hier stehen 3 Bäumchen, wo wir jeweils Harz generieren. Wir hatten das hier ursprünglich auch mal als, ich sag mal so Lagerfläche genommen, wofür jetzt dieser Schuppen hier da ist, wo wir gerade auch mal eben unsere Mayonnaise abholen können. Das ist jetzt so hier unsere ganze Rumpelkammer, wo alles in industriellen Anlagen läuft. Hier unseren, mittendrin Pferdestall hingesetzt. Der hat hier platztechnisch noch ganz gut reingepasst. Mit unserem Pferdelein G.Bock. Wobei natürlich jeder weiß, dass G für Gustav steht. Neuerdings haben wir hier auch so ein kleines eine kleine Lagerfeuerecke angelegt, weil das hier auch so ein toter Platz einfach gewesen ist mit den ganzen Büschen. Hier können wir keine Felder anbauen und nichts. Ja, hier wachsen noch aktuell 2 Obstbäumchen. Die haben hier oben leider nicht mehr hingepasst. Hier generell sonst haben wir Obstbäume in Reihe geschaltet. Dann gehen wir mal nach oben. Hier ist unsere Höhle. Oh, mit ein paar Granatäpfeln sogar mit dabei. Ja, ich habe mich damals für die Fruchtfledermäuse entschieden. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich es irgendwie lustiger oder interessanter fand. Hier nochmal wieder 2 Silos geschaltet. Genauso wie hier hinten. Silos sind immer so diese Platzhalter, die einfach, ja, die nehmen kaum Platz weg. Die stehen irgendwo, wo sie nicht im Weg sind. Das Ding hier habe ich einfach mal so gebaut, damit wir einfach mal diese Mühle haben. Man sieht leider nicht diese Rotorblätter oben dran. Also wie das bei einer Mühle typisch ist, weil die halt hinter den... wir gehen durch den Trüffel, okay. Weil sie hinter den Baumwipfeln steht. Ja, dann ist hier unser erstes großes Feld mit Tierchen. Was wir als damals im Ursprung gebaut haben, rechts mit dem normalen Hühnerstall, links mit dem Stall für die größeren Tiere. Da sind wir allerdings momentan bei, so ein bisschen das auseinanderzuziehen. Hier ist noch alles bunt gemischt. Wir haben beim letzten Mal einige Tiere verkauft. Deswegen ist es auch hier ein wenig eingedämmt momentan und nicht voll ausgelastet. Aber die Trüffel bringen halt einfach mit Abstand am meisten. Ja, unser Gewächshaus, wo wir halt alle möglichen Pflanzen drin haben. In erster Linie die, die wirklich lange brauchen, wie Melonen, wie Blumenkohl, wie Sternenfrüchte, wie die seltenen Saaten. Oder natürlich auch so immer wieder neu wachsende Sachen,
Da haben wir hier ein paar Erdbeeren, wir haben hier Hopfen angepflanzt, wir haben hier, ich glaube, irgendwelche Bohnen oder Trauben, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, so bunt gemischte Sachen halt einfach. Die Laternen muss ich, glaube ich, nicht weiter erläutern. So, dann können wir die Straße hier unten lang gehen. Die führt so ein bisschen ins Nichts. Einfach, ich wollte einfach hier unten nochmal ein wenig die Straße langlaufen lassen. Hier haben wir dann so eins von den Baumstumpffeldern, um eben entsprechend Hartholz zu generieren. Die möchte ich auch ungern zubauen. Dann haben wir hier unseren zweiten Stall gebaut. Oh, so viel Trüffel. Oh. So, zack, 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 zack. Direkt erstmal 5 Trüffel in den Tasch. So. Also das ist beim letzten Mal neu hinzugekommen. Dann verläuft hier der Weg direkt am Teich. Wir können hier dann erstmal weiter runtergehen. Also hier links nochmal so ein bisschen mit den Grasfeldern, die ich nach und nach immer so ein bisschen zurechtstutze. Hier das zweite Baumstumpffeld. Das ist halt vom Spiel vorgegeben, da kann ich relativ wenig dran machen. Hier runter geht es zu Manis Hof, beziehungsweise in den Wald. Und dann führt hier der andere Weg entsprechend nach oben. Ne, hier treffen sich die Wege wieder, habt ihr gerade schon gesehen. Wir werden wahrscheinlich irgendwann hier noch was hinbauen. Ich könnte mir vorstellen, einen zweiten Schuppen, den wir irgendwann einbauen, wenn denn der Bedarf da ist. Ja, und hier geht es dann halt wieder hoch an den Feldern vorbei. Das ist quasi der Weg B, sage ich mal, den wir gemacht haben, wenn wir von unten kommen, dass wir nicht immer diesen Schlenker hier links um den Teich laufen müssen und kommen wieder zu unserer Hofanlage hier oben. Ja, und liebe Freunde, das war es soweit von unserem Hof, von dem aktuellen Stand der Dinge. Es wird sich immer wieder noch ein bisschen verändern, also das ist ja auch logisch. Die verkaufe ich auch mal, genauso wie die Trüffel, weil wir natürlich, ja, die ausgedient haben. Wir bauen immer weiter. Genauso wie wir auch Sachen umziehen können. Das finde ich auch ein ganz nettes Gimmick, dass wir auch einfach mal Häuser umziehen lassen können, wenn wir später einfach mal sagen, Mensch, wir möchten unseren Hof noch mal ein wenig umdekorieren. Zum Beispiel könnte ich mir das bei den Silos hier vorstellen, die wir im Ursprung hier hingestellt haben, aber eigentlich so ein bisschen über sind jetzt gerade vom Platz her. Also so ein bisschen im Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass ich die lieber, ja, so, wenn es passt, hier irgendwie hinbaue, rechts an der Seite oder links, bis da irgendwo, wo sie halt nicht im Weg sind. Die muss man auch nicht sehen, die sehen nicht schön aus, das ist einfach nur ein Lager. So viel zum heutigen Tag, dann hatten wir jetzt mal so einen kleinen Rundgang gemacht. Unser Haus müssen wir natürlich noch umdekorieren, wenn die Robin dann mal mit ihren Leistungen da fertig ist. Also wir haben über 10.000 Gold nur mit Trüffel gemacht. Wenn man mal guckt, wir hatten heute geerntet und das war nicht wenig. Aber nichtsdestotrotz haben wir mit all dem, was wir geerntet haben, und da ist auch noch Milch und Mayonnaise mit dabei, nicht so viel gemacht wie nur mit Trüffeln. Jetzt wisst ihr vielleicht auch spätestens, warum ich so stark auf Trüffel gehe. Und das sind nur 9 Trüffel gewesen. Die ist einfach geil, ist das. So, was ist denn hier nochmal? Ach, das Volksfest. Okay. Ja, da werden wir den ersten Platz machen. Also wir sind ja mit Abstand der mächtigste Großbauer hier in der Gegend. Also so einem Mani oder ein Willi mit seinen Fisch oder sowas. Keine Schnitte. So, Wahrsager ist heute gut drauf. Ne, der Wahrsager, nicht die Geister. Die Robin baut immer noch. Eines Morgens werden wir aufwachen und in einem völlig neuen Haus leben. Genauso wird es wahrscheinlich sein. Ein Mais ist fertig. Hey! Und das ist noch nicht mal ein guten. Na egal. Spart die Feldarbeit. So, hier ist... Kann das sein, dass es ein bisschen nachgewachsen ist? Ich weiß gar nicht. So, hier, die drücken wir natürlich alle wieder. Wir haben alle lieb. Jetzt noch mal ganz kurz gucken, ob ich überhaupt aufnehme. Ich bin immer so paranoid, was das angeht. So, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Guten Tag, hallo. So, Schäferlein auch. Ist das geschoren? Gesundheitsreform? Ach, der hat ja so ein Vieh, hat ja Nachwuchs bekommen. Beate Use, genau. Mutter Gesundheitsreform. Beate Use sieht heute wirklich glücklich aus. Vor allem, warum haben wir das eigentlich Beate Use genannt?
Aber eigentlich brauche ich Beate Use nicht. Insofern Gesundheitsreform ist, bringt ein bisschen mehr Geld. Aber ganz ehrlich, dann würde ich lieber Beate Use verkaufen. Ciao. Wir haben es uns ja nicht ausgesucht, dass die Kinder kriegen. Die haben halt einfach ausgespuckt. Ohne uns zu fragen. Die Kaktusblumen sind wieder fertig. Kaktusfrucht, Kaktusfrucht. Na, 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 na. So, was haben wir hier? Ein paar Tomatoes. Potatoes, Tomatoes. So. Ist das, kann das vielleicht sein, dass das hier schlecht geworden ist? Okay, nee. Alles gut. Ich hatte gerade nur irgendwie den Eindruck gehabt. So, hier machen wir wieder ein paar Sonnenblümchen hin. Aber da hängen so komische Bubbles dran. Die sind braun. Ich verstehe gar nicht, warum. Merkwürdig. Naja. So, wir pflücken wieder die Früchte, Lies. Und dann einmal unten zu den Herrschaften. Immer sehr viel Routinearbeit. Wenn die Heuschnupfenzeit wieder richtig losgeht. Momentan ist es ja aufgrund des Wetters noch so ein bisschen seicht, sage ich mal. Dann klinge ich auch manchmal so. Das Bier ist fertig. Geil. Ganz viel helles Bier. Da wird sich die Pam freuen. Wo, wenn die Pam hier reinkommen würde, die wäre erstmal im Paradies. 11-mal helles Bier. Können wir gleich direkt wieder Neues reinwerfen. Ich schmeiß aber erstmal hier die Eier gerade rein. Eier, wir brauchen Eier. So. Und einen Käse können wir machen. Können wir eigentlich auch, das will ich gerade mal ausprobieren, die seltene Saat hier reinwerfen? Oh ja, das geht. Ich dachte, ich habe die gerade eh auf Test, dann können wir es ja mal probieren. Ja, nice. Mal gucken, was da rauskommt. Seltener Fruchtsaft. Okay. So, die goldenen können wir hier wegtun. Äpfel und Granatäpfel. Hallo? Mal kurz gucken. Äpfel, Granatapfel. Äpfel brauche ich noch, Granatäpfel nicht. Das kommt hier rein. Entenfedern. Ach. Da haben wir 10. Die können wir auch wegtun. Aber die Biers behalten wir. The Biers. So, normales Bier, helles Bier. Helles Bier ist ja das, was die Pam bevorzugt. 10 Stück. Dann werden wir auch mal so ein bisschen unseren Hopfen los. Da kriegen wir, werden wir sowieso so ein bisschen zugeschmissen mit. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Alles klar. Juti, dann, ja, was steht denn überhaupt jetzt so an? Wir müssen mal so ein bisschen gucken, dass wir hier vorankommen. Geschenke können wir erst ab nächste Woche wieder machen. Wir könnten natürlich heute nochmal wieder in die Mine fahren, also in die Schädelhöhle. Ich glaube, dann mache ich auch. Muss ich nur ein bisschen was zu essen mitnehmen. Mein Traubenwein. Dann nehme ich ihn dafür mal mit. Volles Frühstück. Weinsuppe, hier die Radieschensalat, Plumpudding oder Plumpudding, wie das auch immer ausgesprochen wird, können wir mitnehmen. Gebratenen Tintenfisch, ja, okay. Bleiche Brühe vielleicht noch und die Pizza. Gut, dann geht's auf. Auf und davon. Ticket kaufen. Kostet jetzt mal 500. Unser Bus verliert Öl. Oder ist es Bremsflüssigkeit? Ich weiß es nicht. So, da liegt auch schon wieder eine Kokosnuss. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Geklaut.
Erstmal so ein bisschen wieder die Kappes aufsammeln. Eigentlich brauchen wir die bei uns gar nicht anpflanzen. Wir finden auch so immer genug. So, hier sind noch welche. Ich weiß nicht, was wir hier machen können. Hier bei diesem Moped. Vielleicht werden wir es noch rausfinden. Yay, noch ein bisschen Leben. So, sonst haben wir hier nichts mehr. Okay, aufs Schwert. Was ist das denn für ein Geist? Das ist so ein Huibu wieder. Huibu. Oh, ernsthaft. Wo ist er denn? Jan, komm her. Da. Ich hasse die. Warum ist er so stark? So, haben wir hier noch irgendwas, was wir aufnehmen können? Da ist noch eine Kiste. Mit einem ganzen Haufen Harz drin. Na gut, okay. Ich werde von den ekligen Schleim. Die erstmal weg. So, diese Steine nehmen wir mit. Alter! Nee, ne? Kommen jetzt mehrere von denen? Boah! Verdammt! Boah! Alter! Boah, wenn wir das überleben. Oh, oh, oh. Komm, geh weg. Komischer Nebel. Sind das überhaupt Drachen? Ich weiß gar nicht. Sie sehen irgendwie eklig aus. So, waren das alle? Wir haben es auf jeden Fall überlebt. Das ist die Hauptsache gewesen. Die Treppe runter. Ich weiß nicht, ob ich schon was essen soll. Ich riskiere es nochmal, das nicht zu tun. So, ich werde nicht direkt von irgendwas angegriffen. Das ist schon mal gut. So, der spuckt keiner aus. So, ihr müsst weg, ihr müsst weg, ihr müsst weg, ihr müsst weg. Ganz ehrlich, ich glaube, ich esse jetzt mal eine Kleinigkeit. Hier so einen gebratenen Tintenfisch, der bringt nicht so viel. Zur Sicherheit. Okay. Achso, ich muss hier natürlich die Steine noch mitnehmen. Wir sind nicht wirklich produktiv, ich weiß, aber ich sag mal, mir ist es lieber, nicht alles mitzunehmen, was geht, aber dafür zu überleben. Och nee, ne? Wollt ihr mich verarschen? Witziger Aal. Der droppt Essen. Geil. Ich kann nur hoffen, dass sie jetzt hier noch von hinten kommen. Das wäre wünschenswert. Yay. Crit. Ja, oder kommen wenigstens alle von hinten. Oh. Schnell. Was essen? Was essen? Schnell, noch was essen. Würzigen Aal. Alter, wo bin ich schnell? Was bringt der Speed? Plus eins Glück, plus eins Geschwindigkeit. Geil. Voll geil. Oh, wenn wir so schnell wären. Kann ich den noch selber machen?
Ich hoffe immer, dass da noch ein bisschen Kohle drin ist. Ja, nee, ist klar. Zack. So, Schattenessenzen droppen die ganz gut. Hier ist ein Pilz. So, ich werde wieder nicht direkt angegriffen. Das ist auch immer gut. Da ist einer. Eine Omnigeode. Aber ich habe so das Gefühl, so viel bessere Sachen sind da eigentlich gar nicht drin. Nochmal eine Leiter. Und warum kriegen wir eigentlich so viel Kupfer? Ja, toll. Eine Bleiroute. Keine Ahnung, was das gerade gewesen ist. Kampfstiefel. Aber die sind, glaube ich, eben Pillepalle. Plus 3 Verteidigung. Ich glaube, wir haben wesentlich besser, ne? Plus 4 Verteidigung, plus 4 Immunität. Ja, sicher. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was ist denn das da links? Das ist ein Loch. Müssen wir gleich mal überprüfen. Aber erstmal heißt es wieder hier zu überleben. Zumindest droppen die ganz gut Bomben. Na toll. Von zwei Seiten ist fies. War's das? So, dann machen wir das hier nochmal eben weg. Ich gucke natürlich nochmal eben hier. Das sieht aus wie ein Loch. Also ich vermute mal, wir kommen da irgendwie runter. Deswegen mache ich hier nochmal eben unten gucken. Aber da ist jetzt nichts Weltbewegendes mehr. Schade, das geht nicht. Vielleicht sind die auch einfach unbesiegbar. Ein Schacht führt nach unten. Hineinspringen. Okay. Du bist 8 Ebenen hinuntergefallen. Was? Oh, wir haben Lebensenergie verloren. Direkt erstmal ein Plumpudding essen. Okay, ah, so kommt man also... Jetzt, ah, so kommt man wahrscheinlich bis auf Ebene 25 runter. Ich habe mich sowieso schon gefragt, wie schafft man das eigentlich? Also selbst wenn wir immer sofort nach den... Leitern suchen, das dauert ja ewig, bis wir wirklich unten sind. So, da ist die nächste Leiter. Aber allzu lange können wir hier gar nicht mehr drin bleiben. Und wir kriegen so viel Kopf. Warte, das ist Wahnsinn. Warum können das nicht Iridium-Vorkommen sein? Das wäre viel interessanter. Nein, wir kriegen Kupfer. So, hier ist nichts mehr. Krass, wie lange das vorhält. Mit dem Geschwindigkeitsboost. Irgendwie war mir das jetzt klar, dass ich direkt angegriffen werde. So. So, der spuckt auch nichts weiter aus. Ich finde das immer gut, wenn da nichts weiter rauskommt. Natürlich bei dem aber. Aufpassen. So, die spucken Iridium erst aus. Und ich kann nichts aufnehmen mehr. Ich habe schon so viel Mist dabei. Kann ich hier irgendwie was loswerden gerade, was ich nicht brauche? Hasenfote, hier ist so ein Lehm, ganz ehrlich. Auf den kann ich nun wirklich jetzt verzichten. So, ein bisschen Stein. So, die Träne kann ich auch nicht aufnehmen. Hier die komischen Schuhe. Können eigentlich auch weg. So. Steine, Steine, Steine. Drache. Hallo, bleib hier! Bist du doof? So. Ein bisschen Quarz. Steine, Steine, Steine. Irgendwie ist denn die Kohle drin. Tschüss.
ist einer. Schwupps. Zack. So, noch ein Aquamarine. Und ein bisschen Kupfer. Oh Gott, haben wir auch noch keinen gefunden. Na gut. So. Diese kleinen Schleime, die muss man muss echt aufpassen, dass man die wirklich in Reihe nagelt. Oh, Gold. Und das nicht gerade wenig, na toll. Einer von diesen. Oh ne, nicht zwei von denen. Ich hätte so einen Radieschensalat nochmal essen. Wie einer auch immer sofort heiß wird, wenn man dann merkt, oh, es wird eng, es wird eng. So, Eisen gibt es tatsächlich irgendwie gar nicht so viel. So, ich gucke jetzt hier nochmal durch, aber ich denke mal, ich werde dann gleich, wenn ich die nächste Ebene runtergegangen bin, direkt wieder hochgehen. Es sei denn, mich springt natürlich jetzt in dem Moment irgendwie was an, was, wo ich sage, ey, das ist super, muss ich unbedingt mitnehmen. Aber es ist ja auch schon 10 Uhr, ne? Also, lassen wir mal den Kirche im Dorf. Nein, das muss ich mir wirklich jetzt nicht antun. Okay, ja, war eine ganz gute Ausbeute. Wir haben ein wenig an Essen verbraten, aber das war ja auch der Hintergrund, warum wir so viel mitgenommen haben. Mahlzeit, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Du bist spät heute. So, die Pam ist schon weg. Die ist ganz schnell nach Hause gerannt. Die ganze Zeit kein Bier getrunken. So, hier so ein bisschen Honey. Honey. Jetzt muss ich gerade erstmal hier kurz einsortieren. Ach, ist hier zu schnell? Ah. Iridiumerz, Golderz, Schattenessenzen, Schleim, Kohle, Eisenerz, Aquamarin, Topa, vorne Träne, Quarz. Smaragd, Kupfererz. Ich glaube, ich lasse es auch erstmal mit dem Kupfererz. Könnte er sich erstmal ein neues Auto? Ja, ist klar. Wahrscheinlich hier direkt keine Ahnung, 7er Audi A7 oder sowas. So, ein paar Kokosnüsse, ein paar Kaktusfrüchte. Habe ich ja keine Kaktusfrüchte mehr gehabt? Oder habe ich die hier drin? Ach, die habe ich hier reingeräumt. Ich schon sagen, ich habe noch Kaktusfrüchte gehabt. Okay. Hier kommen die Höhlenkarotten, die Pilze. Ach, da fehlen uns noch zwei. Sehr gut. Ein Seat-Leon. Ja, gut, okay. Kann man sich auch mal geben. So, das kommt hier rein, das kommt hier rein. Ich muss mal wieder ein bisschen was verkaufen, tatsächlich. So, hier kommt das Hartholz rein, das Herz. Essen habe ich noch tatsächlich. Die Hasenpfote werde ich wahrscheinlich verkaufen. Ja, wir nehmen ja hier nur noch die High Society Hasenpfoten. 9 Bomben. Ich weiß gar nicht, liegen unter den... habe ich das übersehen heute oder noch ein Mais fertig? Werden eigentlich unter den oder liegen unter den Steinen eigentlich auch die diese Löcher? Wenn ja, sollten wir auf jeden Fall mal Bomben mitnehmen. Hier noch was? Ja. Hier sind keine Trüffel. Habe ich hier unten noch einen Trüffel? Da liegt einer außerhalb der Grenzumzäunung. Hier ist einer. Hier ist einer. So, und hier im hohen Gras sind wahrscheinlich nur wilde Pokémon. Upp, da ist noch einer. Direkt mal einen Kokuna gefunden. So. Dann, wenn wir hier drin schauen. Nee, hier haben wir noch Zeugs drin. Zack, Kartoffeln. Eingelegte Kartoffeln. Ja. Schmeißen wir nochmal eben was Neues drin. Thank you.
Zack, 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 zack. Was können wir denn da mal reinschmeißen? Kaktusfrucht. Und hier diese Aprikose, ganz ehrlich. Dann ist die auch mal weg. Und wie eine Kaktusfrucht geht nicht. Aprikose. Doch, geht. Kaktusfrucht geht. Dann haben wir jetzt nichts wie eine Kiste, damit wir auch wieder ordentlich was regenerieren. Kätzchen. Huch. Was haben wir freigeschaltet? Ich weiß noch nicht was. Ah, wieder ordentlich yelled.